Wir kommen zum nächsten Punkt, 14.11, Spritpreisexplosion entgegensteuern. Auch hier ist die einreichende Fraktion, die AfD-Fraktion, und es macht Herr Wiedemann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in den 21 Stadtteilfeuerwehren in Dresden leisten derzeit mehr als 600 Kameradinnen und Kameraden ihren aktiven ehrenamtlichen Dienst. Vor wenigen Wochen bei Bränden in der Sächsischen Schweiz und in Brandenburg waren unsere freiwilligen Feuerwehren tagelang im Einsatz. In Dresden wurden durch die verbliebenen Einsatzkräfte der Grundschutz sichergestellt. Auch leisten die Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehren nicht nur Brandbekämpfungsaufgaben, nein, sie werden auch bei technischen Hilfestellungen und bei Personen in Not zu Hilfe gerufen. Ihnen allen gilt unser Dank. Das Feuerwehrmagazin benennt 10 Gründe, warum es sich lohnt, Teil der Freiwilligen Feuerwehr zu sein. Punkt 10 lautet Anerkennung, du wirst wertgeschätzt. Wertschätzung ist in meinen Augen nicht nur Respekt und Anerkennung der geleisteten Arbeit, sie schließt auch eine angemessene Auslagenpauschale mit ein. Nach der Entschädigungsrichtlinie für ehrenamtlich tätige Angehörige der Feuerwehr der Landeshauptstadt Dresden zur Feuerwehrsatzung der Landeshauptstadt Dresden, schwer zu sprechen, erhalten Angehörige der aktiven Abteilung in den Stadtteilfeuerwehren eine jährliche Auslagenpauschale von 200 Euro, ausgezahlt im vierten Quartal des Jahres. Feuerwehrangehörige, welche besondere Aufgaben wahrnehmen, wie zum Beispiel Wehrleiter, Gerätewarte, erhalten eine monatliche Entschädigung von 120 bzw. 100 Euro, ausgezahlt quartalsweise. Bei den Einsätzen besteht ein Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls. Das war es im Wesentlichen mit dem Geld. Wir wollen mit unserem Antrag die Auslagenpauschale so schnell wie es geht, deshalb ursprünglich auch die Eilbedürftigkeit erhöhen und damit den explodierenden Energiekosten Rechnung tragen. Hier geht es nicht nur um Strom und Heizkosten, sondern eher um die Kraftstoffkosten, welche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben, um zur Wache bzw. zum Einsatzort zu kommen. Ich muss Ihnen jetzt nicht erzählen, dass alles teurer wird, wie die Preise, insbesondere die Energiepreise, durch grüne Politik explodieren. Die stetige Verteuerung der Energiepreise war schon vor der Ukraine-Krise im Gang. 16 Jahre CDU- und SPD-Regierung im Bund haben unter anderem die kopflose Abkehr von Kernenergie und die Abhängigkeit von Gas zu existenzbedrohenden Energiepreisen geführt. Die Ampel hat den Staffelstab da einfach nur übernommen und sich mit beiden Füßen aufs Gaspedal gestellt. Tanken darf kein Luxus sein, individuelle Mobilität darf kein Luxus sein, Ehrenamt darf kein Luxus sein, schon gar nicht bei den Dresdner Stadtteilfeuerwehren. Wer in kürzester Zeit auf die Wache oder zum Einsatzort muss und nicht unmittelbar daneben wohnt, wird in aller Regel das Auto nehmen. Wir können mit der Änderung der Entschädigungsrichtlinie und der Anhebung der Auslagenpauschale ganz leicht für die Entlastung sorgen. Aus diesem Grunde werden wir in unseren Haushaltsentscheidungen dafür einen Platz finden. Auch sollte das Datum in dem Antrag auf den 30. November 2020 geändert werden. Damit uns letztlich allen geholfen, machen wir es den Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehren leichter, Ihren wertvollen Beitrag für unsere Stadt zu leisten. Vielen Dank. So, mir ist eine weitere Wortmeldung signalisiert, Herr Dr. Brauns. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Anliegen als solches ist berechtigt, aber ich möchte darauf hinweisen, dass, und ich gehe mal davon aus, die Informationen haben Sie auch, die Feuerwehrrichtlinie ohnehin, wie andere auch, in der Überarbeitung sich befindet. Und wir stimmen dem Anliegen als solches ist natürlich berechtigt, aber das ist nicht das Einzelfall. Und wir sind dagegen, dass man Einzelaspekte herausnimmt aus der ehrenamtlichen Arbeit. Das ist natürlich auch andere, die ehrenamtlich arbeiten, haben Spritkosten
Und das muss man zusammen behandeln. Und es macht wenig Sinn, hier so eine Art Windhundrennen vonstatten gehen zu lassen. Und Ihr Redebeitrag von dem Reide hat ja auch gezeigt in einzelnen Ausführungen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, sondern dass es hier um Propaganda geht. Deswegen natürlich dem Anliegen und den gestiegenen Spritkosten, den gestiegenen Kosten, die Ehrenamtliche auch sonst haben, muss man Rechnung tragen. Aber bitte das im Kontext und das dort, wo es hingehört, nämlich dann in die Überarbeitung der Richtlinie allgemein. Deswegen das Anliegen ja, aber in dieser Art und Weise wollen wir es nicht mittragen. Deswegen werden wir diesen Antrag ablehnen. Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstimmung über das Summen. Die Beschlussempfehlung ist eine ablehnende. Sollte die ablehnende Beschlussempfehlung nicht angenommen werden, dann würde ich logischerweise in den Antrag gehen. Dann würde ich Ihren Änderungsvorschlag zum Datum zur Abstimmung bringen und dann mal den Antrag abstimmen. So, wer dem negativen federführenden Ausschussbericht annehmen möchte, der müsste jetzt mit Ja stimmen.49 Ja, 11 Nein, 2 Enthaltungen. Damit ist der federführende Ausschussbericht angenommen und damit der Antrag abgelehnt.